Ja, einen wunderschönen guten Morgen an die zahlreichen Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender. Ich hoffe, Sie können mich hören. Sollte nach meinem Test möglich sein. Und ich freue mich, Ihnen heute im Namen von FX Flat den Traders Talk präsentieren zu dürfen. Live aus einem Frankfurter Trading Floor analysieren Wango, Alexander Meyer und Sergey Wolf die heutige Markteröffnung. Bevor ich jedoch das Mikrofon weitergebe, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass das Webinar nur zu Schulungszwecken dient. Die Meinung der Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen und verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Ja? Wango, du bist am Start. Dann. Ja, ich bin am Start und ich hoffentlich auch in guter Qualität zu hören. Ja, vielleicht mal kurzes Absolut in Feedback hier an die guter, Teilnehmer jetzt. absolut, absolut in guter Qualität zu hören. Ich übertrage dir den Bildschirm und du kannst loslegen. Wie Genau, gesagt, bei wunderbar. Fragen, ich bleibe im Hintergrund. Viel Ja, Spaß. also dann möchte ich mich kurz vorstellen an all diejenigen, die mich uns nicht kennen. Vor allen Dingen erstmal vorweg, Entschuldigung, die letzten beiden geplanten Webinare sind leider ins Wasser gefallen, krankheitsbedingt. Wir hatten vorher auch die eine oder andere technisches Problem. Das lag ja an unserer Seite, weil wir jeden Tag parallel selbst ein Webinar hier laufen lassen, eben dieses Traders Talk. Und aus verschiedenen Gründen müssen wir hier mit FX Flat hier zwei parallel schalten und das hat bisher nicht so reibungslos geklappt. Ich hoffe, dass das sieht heute eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, das bleibt so. Also ganz kurz, wer wir sind. Wir sind Traders Talk. Wir sind eine Gruppe von Händlern, die unter anderem in Frankfurt im Trading Floor zusammensitzen. Wir haben auch einige Leute, die remote sind. Wir sind alle hauptsächlich im Eigenhandel. Und da haben auch verschiedene Dienstleistungen hier im Retail-Bereich. Vielleicht ganz kurz mal zu den Gesichtern. Also dieser junge Herr hier links, das ist der Alexander Meyer, der zeichnet hauptverantwortlich für die Squawkbox. Wie gesagt, das ist ein börsentägliches Webinar von 8 Uhr bis 17 Uhr. Da geht es darum, dass man eigentlich nichts verpasst, was börsenrelevant ist, was marktrelevant, kursbeeinflussend sein kann. Institutionelle nutzen Squawkboxen seit 25, 30 Jahren. Eigentlich geht es darum, dass man sich auf den Handel konzentriert und nichts, was wichtig ist, keine wichtigen News, nichts irgendwie außer der Reihe, was dann irgendwie passiert, dass das an einem nicht vorbeigeht. Ne? Also das sollte man das Ganze auch in Echtzeit dann mitbekommen, um sich auf seinen Handel zu konzentrieren. Das ist eigentlich so die Quintessenz. Was wir natürlich auch machen, ist Marktvorbereitung, Marktkommentierung. Wir kommentieren auch die ganzen Ereignisse hier von den Zentralbanken. Morgen Abend für all diejenigen, die es interessiert, werden wir das Webinar haben zur FED-Zinsentscheidung. Das haben wir schon das eine oder andere gemacht, aber da wird hier komplette Mannschaft von uns sein. Auch gerne dann mit Frage-Antwort dann über das Webinar-Chat oder über unseren Skype-Chat. Also wer daran interessiert ist, weil morgen wird die FED was tun, das ist so ziemlich sicher, Viertelbasispunkt. Also ist für Spannung gesorgt. Nochmals, wer sich dafür interessiert, ich glaube, da müsste in den sozialen Medien unter Traders Talk schon was live geschaltet sein, um sich dafür anzumelden. Ne? Also wie gesagt, morgen Abend ab 19:30 Uhr. Genau, und damit belasse ich es auch gleich mal ganz kurz hier. Dieser junge Herr hier, das bin ich. Ich bin der Evangelos oder auch der Wango. Und ansonsten haben wir Trader, Analysten, Mentoren. Aber all das können Sie sich, wenn Sie interessiert sind, hier bei uns auf der Webseite anschauen. Ansonsten würde ich sagen, übergebe ich mal an den Kollegen Alex Meyer. Der macht jetzt erstmal hier die Overnight News und all das, was heute wichtig ist, hier, was so auf der Tagesordnung ist. Und dann mache ich weiter hier mit der Marktbesprechung für den DAX, den Eurostoxx und den Bund. Alex, was? Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also mein Name ist Alex Meyer, dass Sie dann begrüßen zu den Overnight News. Der eine oder andere, der zumindest bei uns hier auch regelmäßig zuhört, kann es vielleicht schon nicht mehr hören. Es geht um die Notenbanken, Notenbanken, Notenbanken. Davon haben wir ja 4 Stück die Woche. Deswegen möchte ich es eigentlich auch kurz machen. Das ist das einzige Thema. Sie kennen es, da wird nochmal damit gerechnet, dass
die Woche EZB und FED 25 Basispunkte kommen und dann die große Frage geklärt werden, in Anführungszeichen zu Ende geklärt wird es ja nie, die Frage. Ob dann noch was nachkommt im September oder vielleicht noch Ende des Jahres, also da sieht es zumindest, was die FED angeht, recht gut aus, zumindest sind die Anleger da optimistisch bei der EZB. Kommen wahrscheinlich nochmal 25 Basispunkte und alles wird daraufhin abgeklopft, was es an Nachrichten gibt. Gestern zum Beispiel die Einkaufsmanager-Indizes, die waren eigentlich relativ schwach. Die einzige Ausnahme war dieser Market aus den USA für das verarbeitende Gewerbe. Der war überraschend gut, aber unterm Strich ja, hat das keinen so richtig gestört. Also Abschläge wurden schnell wieder gekauft. Insofern befinden wir uns eigentlich weiterhin in einer Seitwärtsbewegung, die wir jetzt fast schon seit eineinhalb Wochen, ganz lange ist es noch nicht, ja, wir hier laufen und vor der FED werden wir die wahrscheinlich auch nicht verlassen, aber das nur ganz nebenher. Dazu dann mehr in der Marktbesprechung. Also wir sind in einer Seitwärtsbewegung, die Anleger scheinen optimistisch zu sein, man hofft auch darauf. Wenn die Zahlen ein bisschen schwächer sind, hat gestern keinen gestört, weil man dann sagt man, naja, dann sind die Notenbanken umso mehr gezwungen, da mit ihren Zinserhöhungen endlich aufzuhören. Also insofern ist die Stimmung weiterhin gut. Das sehen wir auch hier heute Morgen. Wir laufen ja schon wieder ein bisschen nach oben in die Widerstände rein. Das ist mehr oder weniger das fundamentale Thema. Dann gibt es noch eins in China. Da wurde mehr oder weniger vom Politbüro angekündigt, konjunkturelle Hilfen für den Immobiliensektor, also die Immobilienaktien, die man dann gestern in Hongkong rausgehauen hat, kauft man heute wieder, Shanghai plus 1,9%, ansonsten Asien auch mehr oder weniger uneinheitlich, Dow hat gestern sogar ein neues Jahreshoch geschafft, also unterm Strich ist, sag mal, die Stimmung verhalten positiv und dann schauen wir auch gleich auf den Ausblick. Da haben wir zum einen, ja, bei Aktien, da muss ich natürlich noch drauf eingehen, da gab es gestern Abend um 19.30 Uhr eine Gewinnwarnung von Bayer. Die haben mal wieder Glyphosat-Probleme, Abschreibungen und so weiter und so fort. Also das sieht man teilweise in Kursen heute schon nicht mehr, beziehungsweise man sieht es schon, aber je nachdem, wie lange der Anbieter dann mehr oder weniger auf Sendung ist, also Bayer mal wieder mit Abschlägen. Wegen ihrer Gewinnwarnung, da gestern Abend so gegen 19.30 Uhr war das und heute warten wir auf Microsoft-Zahlen, das sind dann die wichtigsten nach 22 Uhr. Heute haben wir noch IFO-Zahlen aus Deutschland um 10 Uhr und ja, Verbrauchervertrauenssitzung aus den USA. Das ist es dann eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen dann allen viel Erfolg und bis gleich dann. Ja, genau. Das waren jetzt hier die wichtigsten News, also was das Overnight oder die Overnight Session angeht, was gestern Abend noch passiert ist und das, was heute auf der Agenda steht. Also wie gesagt, heute wichtig, IFO-Zahlen 10 Uhr, aber das wissen wahrscheinlich all die Teilnehmer schon. Und was das Ganze natürlich diese Woche überschattet, ist einmal FED-Zinsentscheid morgen, Viertelbasispunkt und sehr wahrscheinlich auch die EZB, Viertelbasispunkt am Donnerstag, die Frage wird natürlich sein, morgen mit der FED, war es das schon gewesen? Das ist eigentlich so die große Frage, wenn morgen die FED um Viertelbasispunkt erhöht, weil alles da hinten dran, September, Oktober, die Wahrscheinlichkeiten, dass da noch was passiert, sind momentan eher ganz, ganz gering. Ja, ich glaube zwischen 10 und 15%, dass da im September noch was kommt. Da hat man sich ein bisschen verunsichern lassen, letzte Woche hier durch die Erstanträge Arbeitslosenhilfe, ja, die erstaunlich fest ausgefallen sind, ja, und da kam so ein bisschen zumindest leichte Spekulationen auf, dass da eventuell doch noch nicht Ende der Fahnenstange ist, aber ich denke, die FED, die weiß ganz genau, dass sie jetzt nicht nur auf eine Zahl schaut, sondern immer ein ganzes Bündel von Zahlen, ja, Verbraucherpreise und. Von daher ist da, glaube ich, was eine weitere Zinserhöhung nach der von morgen, das ist alles andere als ein Stein gemeißelt. So, das dazu und dann komme ich jetzt zur Marktbesprechung. Wir fangen, also unser Anliegen ist es, weil es wichtig ist, dass wir die Märkte, dass, oder eigentlich möchten wir, dass so ein Verständnis geschaffen wird, Märkte hier im Kontext zu sehen, sprich, wenn man den DAX handelt, betrachtet, dann sollte man den Eurostox unbedingt mit dabei haben, weil das die Institutionellen so tun. Und auch so was das größere Bild angeht. Und dann fangen wir in der Regel
natürlich hier mit dem Tageschart an und den sehen wir jetzt hier auch im DAX. Was hier gut zu beobachten ist, dass wir eigentlich so gefühlt seit ja, Ende März hier, als wir hier diesen Bruch hier gemacht haben, dass wir eigentlich seitdem in der Range sind. Das ist so die gröbere Range, aber die engere Range, Sie sehen das, die ist eigentlich schon hier oben um die 16.330 und unten so, ja, wenn man die beiden Ausreißer sieht, so grob 15.700, 15.800. Also sehr, sehr enge Range für den DAX hier jetzt über, was sind das hier, 5 Monate schon, oder? Ja, genau, April, Mai, Juni, Juli, nee, 4 Monate, sorry, ja. Volle 4 Monate in einer ganz engen Range und das ist eine enge Range hier für den DAX, also hier gefühlte 500, 600 Punkte, das ist nicht viel. Das heißt, der Markt konsolidiert hier und sammelt Kraft. Ja, die Frage ist natürlich, wohin geht die Reise? Also bisher, was wir bisher sehen, ist, dass bis zur letzten Woche die US-Märkte immer neue Hochs gemacht haben, aber wir da nicht mitgezogen sind. Und das sieht man hier auch ganz gut im Tageschart im DAX. Und zwar hat das hier oben so grob ein bisschen der Deckel drauf. Ist, ne? Um die 16.330. All diejenigen, die den DAX handeln, die wissen mit dieser Marke was anzufangen haben. Was wir noch sehen, ist hier nach diesen Abschlägen in der, das war vor 2 Wochen genau, dann haben wir eigentlich relativ schnell das in der Vorwoche wieder zurückgewonnen, also sogenanntes V-Reversal hier. Und seitdem konsolidieren wir eigentlich hier in einer noch engeren Range hier in dieser Zone. Ne? Oben 16.330 und unten so der Bereich um die 16.126, 16.000, ich glaube aus dem Tagesstart bis runter auf die 80, 83. Ne? Also das ist die enge Range. Wir machen hier gefühlt jetzt höhere Tiefs im Daily. Also vom Chart würde man meinen, dass die Chancen ganz gut sind, dass das Ganze nach oben aufgelöst wird. Das zeigt uns auf jeden Fall erstmal der Chart hier aus dem Daily. Was hier wichtig ist, wie gesagt, diese Zone und dieser Bereich, da unten drüber natürlich hat dann der DAX Platz bis an sein Kontrakthoch 5,72, ja, All-Time High ist dann, müssen wir dann adjustieren, dann aus dem Kassekurs dann plus dem Spread, weil der Future-Kurs, der liegt schon ewig zurück und da bedient man sich dann eher dem aktuellen Kassekurs und dem Spread zum Future und projiziert es dann nach oben. Hier, diese Zone bricht die, da ist glaube ich auch relativ offensichtlich, das sticht hier ins Auge, dass da aus dem Tagesbild heraus nach unten in richtig viel Platz ist. Ne? Noch eine Sache, die ich vielleicht noch zeigen möchte, ist hier aus diesem Chart heraus hier eine Low Connection hier von Ende Dezember, die hier unten auch verteidigt wurde. Verteidigt heißt immer, dass wir nicht drunter schließen. Ne? Also wir arbeiten hier mit Zonen oder horizontalen. Nicht drunter schließen heißt im Daily, wir schließen nicht drunter und das sehen Sie hier unten. Wir haben hier bisher nicht drunter geschlossen. Wir haben hier an dem Tag drunter eröffnet, aber hier oben erst geschlossen, da nicht drunter geschlossen und da ist recht nicht. So, das zum DAX aus dem großen Bild, aus dem Tageschart. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier im Stundenchart an. Wir brechen es immer runter. Den Tageschart blendet man nicht immer ein, aber wenn es Sinn macht und hier jetzt in dem Format macht es Sinn, weil wir uns ja nicht jeden Tag hören und sehen. Also auch hier gut zu sehen, wie der Markt konsolidiert, ja, in dieser Range, die ich eben angesprochen habe, jetzt gefühlt hier unten 16.080 und oben die 16.030, die ist Fallspray 41. Was wir auch gut sehen, ist wir machen hier höhere Tiefs, ja. Also vom Chartverständnis her eher mal klar, Bruch nach oben, aber darum, es geht hier um diese Zone, wird die nach oben rausgenommen, ist eigentlich bis zum Kontrakthoch 5,72 nichts mehr an markanten Widerstand. Ja, das ist das Bild aus der Stunde und für den heutigen Tag schauen wir uns jetzt hier mal die Levels an. Also wir haben jetzt hier bereits eine erste kleine Widerstandszone, an dem der Markt dran ist, im Bereich 2,94, 3,04 und wir gehen immer davon aus, solange diese Marken jetzt hier in der Stunde hält, sprich solange wir nicht oben drüber schließen, ist das Ganze hier eine Zone, wo in erster Linie auf Shorts fokussiert wird. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber wir machen noch höhere Tiefs und so und eben erst gesagt, das ist sehr wahrscheinlich nach oben oder nicht sehr wahrscheinlich, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben aufgelöst wird, aus dem charttechnischen Bild eigentlich größer ist.
Ja, aber trotzdem, bis zum Beweis des Gegenteils gehen wir immer davon aus, dass das ist so ein sogenanntes Default-Setting, dass Zonen erstmal halten, also hier erstmal den Widerstand hält und das gleicht dann auch mit Unterstützungszonen. Also der Bereich 294, 304, für uns erstmal Widerstand, erst da oben drüber, platzt dann bis hoch auf die, das sehen Sie hier, bis hoch dann an diese letzten markanten Hochs, das ist eigentlich so die wichtigste Zone, 330, 341. Und da oben drüber schließen wir da oben drüber in der Stunde oder bestätigt dann auch in der Stunde, dann sollte eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Das zumindest muss nicht unbedingt heute sein, das Kontrakthoch dann nochmal in Angriff zu nehmen. Solange das aber jetzt hier verteidigt wird, gucken wir nach unten, dann klar, erste Marke, aktuelles Tagestief 247, da unten drunter dann das Abendlow, ist das Nachmittagstief hier unten, die 231. Und sollte der Markt noch weiter runtergehen, dann haben wir hier unten ein erstes breiteres Unterstützungsband. Und zwar ist es die 16.203 bis runter auf die 16.184. Das ist so das Chartbild für den DAX heute aus der Stunde heraus. Jetzt schauen wir uns den Eurostoxx an. So, ich blende mal hier jetzt das Ganze im DAX jetzt hier in M3 ein. Genau, M3 ist die kleinste Einheit, die wir betrachten. Und auch hier gilt natürlich, wenn oben drüber geschlossen wird, dann gebrochen. Natürlich von der Wertigkeit her, wenn das Ganze auch in der Stunde bestätigt wird, dann umso besser. So, jetzt schauen wir uns, wie gesagt, den Eurostoxx an. Auch hier zunächst mal der Blick auf den Tageschart. So, hier hole ich auch ein bisschen weiter aus. Also wir sehen hier auch grob hier nach dem Bruch hier auf der Oberseite, ja, eigentlich haben wir hier oben gebrochen, also hier ist die Range nicht so klar nach oben erstmal definiert, aber seit Erreichen, also seit Anfang April, haben wir hier ein etwas kompakteres Bild, also oben hier im Bereich 4.434 eigentlich bis hoch auf das Kontrakthoch hier bei der 47 und unten der Bereich 4.233, 4.216, das ist hier die Zone, das ist der die Trading Range jetzt auch natürlich seit Anfang April, Ende März, Anfang April. Und enger zusammengefasst sehen Sie, auch hier konsolidiert der Markt hier in dieser Zone, also die obere, die Widerstandszone bleibt gleich. Hier unten, und das sieht man aus dem Tageschart ganz gut, deswegen ist es immer wieder gut, sich das anzuschauen, woher denn diese Horizontale kommt. Also es ist diese hier und Sie sehen, da war, also das war hier das markanteste Extrem. Hier war ein Tageshoch, hier ein Tagestief, da ein Tagestief, hier nochmal zwei Tiefs. Also eigentlich so der Bereich 67, 63, Sie sehen, dass das zieht sich hier durch diese ganze Breite, eigentlich so gefühlt seit April, genau hier seit Mitte April, ist dieses Level hier wichtig. Wir haben ja natürlich mal drunter geschlossen, drüber geschlossen, aber nach wie vor und jetzt konsolidiert der Markt halt hier oben in diesem oberen Drittel und deswegen ist das hier unsere aktuelle Trading Range im Eurostoxx. Und für den Tag sieht das hier wie folgt aus. Die Tatsache, dass wir wirklich so lange jetzt hier in so einer engen Range sind, da ist natürlich hier, mal abgesehen von den Extremen, also hier oben die ganz wichtige Widerstandszone, 34 bis 47 und unten diese Zone um die 65, da hat man dazwischen natürlich immer wieder Zonen, die sind halt jetzt hier von der Wertigkeit her jetzt nicht allzu hoch anzusetzen, weil wir da schon ewig dran machen, drunter sind, drüber sind. Nichtsdestotrotz schauen wir erstmal drauf und da ist hier erstmal die Zone, die erste im Eurostoxx, an der wir dran sind hier, der Bereich 12,18, 4,412, 4,418. Ne, die erste Widerstandszone, äquivalent zu der Zone im DAX, in der wir uns jetzt befinden. Auch hier, was wir die letzten Wochen nicht gesehen haben, der DAX hat oben an der 16.330 hingehandelt. Der Eurostoxx hat es nicht mehr hingeschafft. Also wir haben eine ausgesprochene relative Schwäche gesehen, die letzten Tage und Wochen, ja, nicht übertreiben die letzten Tage, im Eurostoxx, der ist nicht mehr hier oben rangelaufen an dieses wichtige Widerstandsband. Deswegen, also hier die erste Zone, 12,18, schafft er es da drüber, dann haben wir hier dieses Tagesextrem bei der 4,427 und super wichtig natürlich hier der Bereich um das Kontrakt. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich. Was heißt wichtiger Bereich? Das heißt, dass da eigentlich die Wahrscheinlichkeit, die Trefferquote, dass es hält, A, höher ist als in Zonen wie dieser. Und das ist noch viel wichtiger, dass das Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn man hier oben jetzt hier
in den Short reinkommt, dann entsprechend größer ist. Ne? Also Chance-Risiko, so ein CRV an solchen Levels von 3, 4, 5 zu 1 ist alles andere als eine Seltenheit. Ne? Idealerweise noch in Trendrichtung, also das hier oben ist natürlich gegen die Trendrichtung, weil wir nach wie vor eigentlich in allen Setups kurz-, mittel- und langfristig in einem Long-Setup sind. Nichtsdestotrotz hält das hier oben, dann, Sie sehen das, hier hat es gehalten, schauen Sie mal, was er hier für eine Wegstrecke gemacht hat. Ne? Ne? Der ist wirklich hier, hat hier, genau, ich führe das mal weiter, weil das ist eigentlich so ein optimaler Fall hier, der mir jetzt ins Auge springt. Jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich sagen, hat er so gewollt? Nee. Wichtigste Zone hier oben gehalten und in die wichtigste untere Range-Zone hingelaufen. Also das war hier, und jetzt schauen Sie es mal an, gut, hier oben haben Sie, je nachdem, wo Sie einsteigen, ja schon ein bisschen Risiko, 10, 12, 13 Ticks, aber wir haben hier eine Wegstrecke gemacht von, was sind das hier, 70 Ticks, also 4 bis 5 zu 1, ne? 4 bis 5 zu 1 CRV hier drin gewesen. Deswegen, das sind wichtige Zonen, das sind wichtige Zonen. Also wenn Sie da irgendwo reinkommen, entweder hier oben in einem Short oder unten in einem Long, auch hier das, ne, ich habe das hier aktiv begleitet letzte Woche, weil der Kollege nicht da war, hier im Long. Gut, der ist hier bis oben nicht hingelaufen, aber da war auch so ein Minimum, so drei, hier, ich glaube, das war diese Zone 89, 93, was wir denn sehen wollten. Und das haben wir dann auch gesehen an dem Tag. Ne? Jetzt ging es oben erstmal nicht weiter. Ja, das macht er wahrscheinlich so peu à peu. Aber einfach nur mal hier, um die Wichtigkeit von solchen Levels darzustellen. Also, das ist so die Upside, die Unterseite. Falls wir hier oben nicht weiterkommen, entweder hier oder weiter oben, Unterseite. Hier erstmal das aktuelle Tagestief, 4,399, weiter unten. Jetzt sehen Sie, verschachtelt immer wieder Unterstützungsniveaus hier. Mit dem markantesten natürlich hier unten 4,366, 4,361. Ja, also hier der Bereich 12,18 mal drauf achten, dann um die 27 und dann hier die breite Zone mit diesem False Break High. Hier eigentlich die wichtigere Marke ist eigentlich so die 34, 35, weniger das hier oben in meinen Augen. Das da oben ist wichtig, also für den Job, das da oben ist wichtig hier, dass wir, wenn wir das brechen, dann auch drüber schließen, dann wird hier der Widerstandsbereich dann zur Unterstützung und umgekehrt. Ne? Also mit dem Stundenclose spätestens ändern wir dann auch die Farbe hier von Rot Widerstand dann in Grün. Dann wird in der Regel der Widerstand zur Unterstützung, so lange bis das Ganze nicht mehr gilt. So viel zum Eurostox. Jetzt komme ich zum Bund. Und auch hier lohnt ein Blick erstmal hier auf den Tageschart, weil wir hier im Bund eigentlich noch viel länger in der Range sind, ne? Und jetzt so ein bisschen in den Keil reinlaufen. Also die Range im Bund, jetzt hier die engere Range, Sie sehen das hier, das ist jetzt kein Continuous Chart, sehe ich, na, wie auch immer, das ist der laufende Kontrakt, anyway. Also oben grob, klar, also weitergefasst 140, aber so 138, 139 ist erstmal ein Endegelände. Wir haben unten ein Doppel-Low gehabt hier, um die 130, 55, das war dieses Tief hier. Letzte Woche waren wir unten bei der 130, 60, also wir haben das Tief bestätigt. Aber was wir hier gut sehen, ist, dass der Markt hier, mal abgesehen hier von diesem False Break, diesen Aufwärtstrend hier, den muss ich noch grün gestalten, und diesen Abwärtstrend hier, Sie sehen das, auf Tagesbasis, dass wir da bis auf dieses False Break hier nicht drunter schließen. Ja, das haben wir letzte Woche auf der Oberseite gesehen, da hatte ich gesagt, gehabt, hier die 134,14, ein Daily Level wichtig. Da haben wir oben in einen weiteren Widerstand reingehandelt, da oben abgeprallt, also das war auch nochmal ein schöner Trade hier mit dieser Reversal-Kerze, also die Zone hier oben war 134, 83, 135 glatt, aber Sie sehen, dass wir weder über dem Abwärtstrend noch über diese 134, 14 geschlossen haben und von daher, und das Gleiche gilt auch auf der Unterseite für diesen Aufwärtstrend in schwarz, wir haben hier natürlich den False Break gehabt, aber seit dem Rebreak, dann bekommt nämlich dieser Trend hier den Namen Trend Pullback. Sie sehen hier dran gehandelt, da dran gehandelt. Ne? Also wir schließen, seitdem schließen wir nicht mehr drunter. Sie sehen es, das wird hier gehalten. Deswegen ist aus dem Tagesbild heraus dieser Bereich bis runter zu 134,12 im Bund super wichtig auf Daily Close Basis, ne? Dass wir nicht drunter schließen. Solange wir das hier verteidigen, ist die Hoffnung nach oben noch existent. Aber auch hier, das zieht sich immer mehr zusammen, dieser Keil. Irgendwann muss hier Butter bei die Fische, ja. Und wie gesagt, der Trigger kann sein,
ich wage mich vielleicht sogar ein bisschen aus dem Fenster aus, wird wohl sein, jetzt hier die Zinsentscheidung der beiden Zentralbanken, morgen, wie gesagt, die FED und übermorgen die EZB. Und dann müssen wir schauen, in welche Richtung das Ganze aufgelöst wird. Also das ist das Bild im Bund aus dem Tagesstart heraus für den. Na, währenddessen sehe ich, dass der DAX oben rausgeht. Ja. Jetzt schauen wir uns den Bund hier in der Stunde an. Also hier oben, wie gesagt, haben wir genau die ehemalige Widerstandszone, war hier, ich glaube, 83 00. Die haben wir hier oben verteidigt. Und Sie sehen, dann haben wir hier ein Intraday-Reversal gehabt. Ne, und auch da unter dieser markanten 134,14, die ich eben aus dem Tagesstart heraus gezeigt habe, geschlossen. Also für den heutigen Tag, wir haben hier oben ein Widerstandsband 133,19, 134,01 um die gestrigen Hochs. Was wir jetzt sehen, ist ja, dass wir hier dieses Horizontallevel gebrochen haben, sprich in der Stunde gebrochen haben, nämlich in der abgelaufenen Stunde. Hier in dieser Kerze haben wir drunter geschlossen und das sieht man auch ganz gut, dass jetzt in der laufenden Kerze. Und wir sind natürlich jetzt hier konsolidieren auf ganz niedrigem Niveau im Bund. Sehen wir hier, dass er jetzt hier in der aktuellen Kerze dann das Ganze aus dem Short hier aus der 133,44 spielt. Hat unten erstmal Potenzial 132,97. Dann verschachtelt hier 132,80. Ich sehe gerade, dass die Levels nicht eingezeichnet sind. Dann die 65,60 und dann unten eigentlich die komplette Zone, denn das aus dem Daily raus ist es eigentlich so dieser komplette Bereich bis zu 134,12. Das ist mal ein bisschen verschachtelt, also 47,40 und dann 132,20, 132,12. Das ist so eigentlich der markanteste Bereich erstmal hier auf der Unterseite. Genau, das ist das Chartbild im Bund Future. Genau, den S&P, den gibt es am Nachmittag für all diejenigen, die es interessieren. Wie gesagt, vielleicht nochmal kurz der Zusatz. Es geht jetzt hier auf Börseneröffnung hin. Also wem das hier heute gefällt, wie gesagt, wir sind ja noch eine gute halbe Stunde auf Sendung, wem das heute gefällt, Sie können hier kostenlos und unverbindlich, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, also das ist hier unser Produkt, die Squawkbox hier, Traders Talk Premium, da können Sie hier unten das Trial kostenfrei uns testen für 14 Tage kostenfrei, kostenlos und unverbindlich. Also da gibt es hier kein Folgeabo oder so. Das läuft aus. Also wem das heute hier gefällt, hat gerne die Möglichkeit, sich hier zu registrieren und uns über 14 Tage lang zu testen. Also das war es jetzt hier, was die Charttechnik angeht. Wir sehen, der DAX, der hat schon oben gebrochen, die 133,04. Also hier wird es wichtig sein, genau, was macht er hier oben an dieser Zone? 30 bis hoch auf die 41. Genau, das sind so die letzten markanten Niveaus im DAX. Ja, das ist die Zone, die ich aus dem Daily immer wieder bespreche. Also, wir sehen DAX mit einem Bruch auf der Upside. Schauen wir mal, ob das hier die Kasse bestätigt. Der Eurostoxx, der schafft es noch nicht. Also, hier noch hier die relative Schwäche vom Eurostoxx, von der ich gesprochen habe, genau, Sie sehen das hier, der DAX versucht oben das Ganze aufzulösen. Schauen wir mal, ob das mit der Kasse auch hier bestätigt wird oder das hier ein False Break wird. Genau, darauf gilt es jetzt erstmal zu achten. So, jetzt schalten wir mal um hier auf M3. Genau, also oben 30, 3,30, 3,41, mega wichtig im DAX. Die Zone hier im Eurostoxx ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ne? Da gibt es hier mehrere Sachen. Die wichtige Zone im Eurostoxx ist hier oben. Da ist er noch nicht dran. Wie gesagt, er hat leichte relative Schwäche zum DAX. Also jetzt schauen wir mal, wie die Kasse gleich eröffnet.
Gleich geht es hier mit der Kasse los. Wie gesagt, wir haben im DAX schon oben den Bruch. Der Eurostox noch nicht. Ne? Wir betrachten die Märkte immer zusammen. So, jetzt haben wir Cash Open. Ne? DAX schließt hier kein bestätigter Bruch. Ne? Wir haben hier in der Stunde, Sie sehen, wir haben nicht drüber geschlossen. Also wir haben zwar einen Bruch in M3 gehabt, aber nicht in der Stunde. Wir haben innerhalb dieser Range geschlossen. Von daher gilt es aus der Stunde heraus noch. Und als oben gehalten hier der Widerstand im DAX. Ja, also hier, der arbeitet an einem False Break. Also hier, glaube ich, gut zu sehen. Eurostox geht nicht mit, ne, der löst sich aber auch nicht, ja, und der DAX mit einem, gut, noch kein bestätigtes False Break, der fällt natürlich jetzt hier aus dem Widerstand nach unten durch, ja, jetzt schauen Sie, jetzt kommt ja richtig Dynamik auf, also vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn der Eurostox nicht geht, ja, DAX immer mal wieder zum Cash Open hier, gerade auf der Upside hier, die letzten Wochen und Monate hier False Breaks macht so rum. Und da kann man auch, glaube ich, gut erkennen, dass da jetzt hier oben vielleicht der eine oder andere den Long gespielt hat und jetzt hier unten natürlich mit den ganzen, mit all denjenigen, die Short spielen, Bedarf haben. Und schauen wir mal, wir machen jetzt die komplette Tagesrange im DAX. Eurostox kann sich noch nicht lösen, also die Tagesrange im Eurostox hier unten, das Tagestief 4399, der DAX ist schon dran, ne, hat schon das Tagestief bestätigt, also wie gesagt, wir haben keinen bestätigten Bruch unserer Widerstandszone, wir haben mittig geschlossen. In M3 hatten wir einen False Break auf der Upside, aber das wurde jetzt hier spätestens hier mit dem Break hier von diesem unteren Bereich hier pulverisiert. Also DAX, einmal die komplette Handelsrange, oben wie gesagt mit einem False Break und jetzt hat er unten aufgesetzt am Tagestief. Der Eurostox, der ist dafür, dass er oben nicht weiterkommt, ja, kann er sich nun lösen, ja, das ist schon ein bisschen komisch. Das ist ein richtig gutes Volumen, also für den DAX jetzt schon ne, 1800 Kontrakte hier in M3, das ist schon doppeltes Benchmark-Volumen, also 900 Kontrakte sind gut, jetzt nicht für zur Eröffnung natürlich immer mehr, aber das, da geht schon richtig viel, man merkt, dass hier oben einmal die Longs hier wahrscheinlich aktiv waren und dann hier mit dem Rebreak mussten die Longs raus und Shorts haben sich durchgesetzt, wahrscheinlich auch die Longs mitgenommen, die mussten dann drehen, zumindest mal ihre Position stoppen und unten punktgenau aufgesetzt am Tagestief. Also die Takte mit der Bewegung hier, das waren das hier, gute 60, 70 Punkte, die er jetzt schon mal gemacht hat. Schauen wir uns das Ganze mal an, nimmt er das Tief jetzt raus? Hat er auf der Unterseite Platz erstmal zum, was ist das, Nachmittagstief 2,31. Na, ist schon verwunderlich, dass der Eurostox hier gar nichts macht. Der kann sich noch gar nicht lösen. Der ist hier im Short-Setup, aber bisher löst er sich nicht hier so richtig. Erstes Kursziel wäre natürlich im Eurostox unten das Tagestief, ja. So, und im Bund, mal schauen, was er hier im Setback hier an dieses 133,44er Niveau macht. So, jetzt muss man schauen, sind denn vielleicht hier irgendwelche Fragen, wenn Sie, kann ich jetzt nicht, jetzt weiß man, Grüße, ah doch, okay, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Grüße an den Sergej Wolf, genau, der Sergej, der ist noch in Babypause. Der hat Nachwuchs bekommen oder Familie hat Nachwuchs bekommen und die Tochter, die hat erst ab August einen Hortplatz. Also das wird dann hier in den folgenden Webinaren, wird der Sergej mit dabei sein. Aber mit dem Sergej ist für den August nochmal ein Webinar geplant um 18 Uhr. Ich weiß das Datum nicht genau, da kann vielleicht der Wolfgang dazu nochmal kurz was sagen. Genau, aber ich werde auf jeden Fall die Grüße ausrichten. Also, Fakt ist hier, das wird verteidigt, die 2,47 des Tagestief, weil auch da keine Unterstützung vom Eurostox
kommt, ne, der hält zwar oben den Widerstand, aber der kann sich null lösen. Also das Short Setup im Eurostox fruchtet besser gar nicht. Die Bewegung ist eigentlich ausschließlich im DAX. Ja, hier der eine Teilnehmer schreibt hier Fehlausbruch und dann 200 Punkte runter. Gut, 200 Punkte dafür ist von der Range her, ja, wenn man das als Range hier unten sieht, wo ist es? Hier unten der Bereich 16.126, 93, das wären sogar mehr, ne, noch doch 200 Punkte wären das schon, ja. Ja. Aber gut, ich glaube, das ist schon mal eine schöne Wegstrecke, die der DAX jetzt hier gemacht hat, ne, nach dem Fortsbreak da oben. Ja, diejenigen, wie gesagt, die DAX und auch vielleicht den Eurostox achten, da gibt es natürlich verschiedene Setups. Ne? Ich habe viele Kollegen, aber auch viele Leute bei uns im Mentoring, die, wenn die den einen oder anderen Kontrakt handeln, den DAX oder den Eurostox, dann dient dann immer der andere, also eine von den beiden, in dem positioniert man sich, entweder in dem mit relativer Stärke oder in dem mit relativer Schwäche und nutzt dann den anderen Kontrakt als Trigger. Ne, im Eurostox, wie gesagt, hier oben gut zu sehen, dass es nicht ging, ja, und eigentlich war das hier nach dieser Rejection Candle auf der Upside, dann hier drunter das, ja gut, ich will nicht sagen, dass das hier easy money war, aber da hätte man hier mit dem Blick auf den Eurostox das Ganze mal versuchen können, dass das hier oben ein False Break wird. Da kam dann spätestens hier unten drunter, unter diesem Verlaufstief, kam dann richtig Momentum rein und nochmal zu dem Volumen, was da wirklich insgesamt ging, und schauen wir mal, wenn ich das irgendwie hinbekomme, wie viel waren das hier? Ich glaube, das waren genau knapp 2000 Kontrakte, also richtig viel, was da in der Eröffnungskandel da in M3 umgegangen ist. Also wie auf der das zwischenzeitliche Tagestief um die 2,47 wird hier verteidigt. Der Bund verteidigt hier oben, ja, der ist bis auf den Tick rangelaufen. Na, bis auf zwei Ticks, sorry. Wenn wir nicht in die Tasche lügen, ja. Also wir halten mal fest. Eurostox ist im Short Setup. Wieso? Weil er oben den Widerstand hält und wir sagen, solange das der Fall ist, Shorts präferiert. Also hier, ja, Tagestief sollte hier eigentlich mal mindestens drin sein, solange das hier oben hält, wobei das hier oben kein Mega-Level ist, ja, aber nichtsdestotrotz war hier oben im DAX auch nicht der Fall, 294, 304, die größeren, wichtigen Levels sind weiter oben. So, DAX erneut im Bereich um das Tagestief. Genau, ich wollte hier nochmal eine Zone im S&P einzeichnen, einfach nur der Vollständigkeit halber, aber da sind wir nicht hingelaufen, glaube ich. Sieht nicht so aus, ja. Also 4,95 bis oben auf die 94, 3 Viertel ist ein Widerstandsbereich, an dem wir die letzten Male hier, Sie sehen, dass hier immer wieder hängen geblieben sind. Also DAX mit einem minimalen neuen Tagestief. Der Eurostox kommt so ein bisschen langsam kommt er im Tritt, ja. Wie gesagt, für mich ein erstes Kursziel, aber gut, das müssen Sie wissen hier mit Ihrem Risiko-Money-Management. Also ein vernünftiges Kursziel hier, das aktuelle Tagestief. Schauen wir mal, ob der das macht, ja. Auf der Nachrichtenseite, deswegen hören wir auch den Kollegen jetzt nicht, den Alex, tut sich gar nichts. Wie gesagt, hier ist erstmal der Blick auf die IFO-Zahlen. Also das ist hier das Main Event heute Vormittag um 10. Und das Mega-Makro-Event, das ist der morgige Zinsentscheid der FED.
Und dann am Donnerstag ist die EZB dran, also sowohl die eine Zentrale als auch die andere wird an der Zinsschraube drehen. Das ist so ziemlich sicher, ja. Also hat ja auch letztens, glaube ich, der Bundesbankpräsident, auch EZB-Leiter Nagel, zu Wort gemeldet, hat gemeint, hier, jeder bei der EZB rechnet hier mit einem Viertelbasispunkt am Donnerstag und die Wahrscheinlichkeiten, dass morgen die Fed einen Viertelpunkt erhöht, ist, sind auch sehr, sehr hoch, also geht gegen 100%. Von daher ist da Klarheit. Nichtsdestotrotz wird da natürlich entsprechend Bewegung da sein. Insbesondere wichtig natürlich die Pressekonferenzen dann im Anschluss morgen, also die Zinsentscheidung um 8 und dann die Pressekonferenz um 8:30 mit Jerome Powell. Und wen das Ganze interessiert, genau, da haben wir den, werde ich nachher nochmal, wir haben hier einen Link zu einem Webinar von uns, weil wir werden das live, mal schauen, wie ich den hier zur Verfügung stellen kann, genau. Wer sich da einloggen möchte, werde ich auf jeden Fall nochmal klären. Wir werden morgen live dabei sein hier bei dem FED-Zinsentscheid mit der entsprechenden Vorbereitung, also wie wir uns vorbereiten, also wirklich detailliert, worauf zu achten ist im Wording. Da liegt ja oftmals die Krux im Detail. Bereits mit der Eröffnung, da wird ja auch der, das Kommuniqué oder der Text veröffentlicht. Und da muss man das Ganze wirklich sezieren, ja, wie da der Wortlaut ist, ganz, ganz wichtig. Also diese Vorbereitung, die machen wir morgen zusammen ab 19.30 Uhr in unserem Webinar, genau. Ich mal schauen, dass ich das nochmal hinbekomme, hier den Link zur Verfügung zu stellen, ja. Und den hier irgendwo einzublenden. Wer dann möchte, gerne mit dabei sein möchte, da ist herzlich dazu eingeladen, einfach sich dafür registrieren. Morgen, wie gesagt, ab 19:30 Uhr, das Ganze geht mal mindestens bis 21 Uhr. Also wie gesagt, wir machen gemeinsam die Vorbereitung. Ich mache das jetzt hier währenddessen, nicht allzu viel im Markt passiert. Wir machen die gemeinsame Vorbereitung, dann spielen wir auch die Szenarien durch, wenn was passiert, wie da die Szenarien für die einzelnen Märkte sind und vorgeschaltet, noch wichtiger eigentlich, welche Märkte handelt man denn bei so einem Zinsentscheid? Ne? Wenn man die FED handelt, sollte man vielleicht nicht unbedingt den DAX dazu handeln, ja, wenn es nicht unbedingt sein muss, oder den Eurostoxx, sondern vielleicht einen Euro-Dollar, wenn man dazu Affinität hat. Zinsprodukte, ja, den T-Note oder den T-Bond, S&P, Nasdaq, all diese Sachen. Ne? Also man muss dann nicht hier den DAX oder den Eurostoxx handeln. Den Bund kann man handeln, natürlich, wenn da was passiert. Aber da einfach mal zu wissen, okay, welche Märkte reagieren dann und wenn, in welchem Maße. Ne? Also diese Szenarien machen wir morgen auf. Und da sind wir mit versammelter Mannschaft, auch der Alex Meyer, der macht ja die ganze Kommentierung dann hier, was so Nachrichten und Analysen und die Pressekonferenz angeht. Und wir kommentieren und handeln auch den Markt. So, es ist ein bisschen ruhig hier. Wir sehen nach dem kleinen Falls-Break hier, gut, das will ich jetzt hier nicht überinterpretieren, den Falls-Break am zwischenzeitlichen Tagestief macht er hier das Rebreak der DAX, der Eurostoxx, der tut sich nach wie vor ein bisschen schwer, nachdem er hier oben am Widerstand hängen geblieben ist. Bisher, ja, was hat er gemacht hier? In der Spitze, wenn man bei 12, na, je nachdem, wo man reingekommen ist, wenn man dann Zeit hat gespielt, also 7, 8, 9 Punkte, waren wir maximal erstmal drin. Ja, das ist vielleicht ob der Bewegung im DAX schon ein bisschen enttäuschend, dass der Eurostoxx da gar nicht so richtig in die Pötte kommt, aber auch im Bund ist wenig los. Ja, wenn Fragen sind, dann bisher sehe ich hier keine Fragen. Ich weiß nicht, Wolfgang, siehst du irgendwas? Nein, ich sehe auch keine offenen Fragen. Nee, alles klar. Genau, stellen Sie gerne Fragen, wenn Sie da welche haben, zum Vorgehen allgemein, wie wir vorgehen hier im Rahmen von Traders Talk, was unser Webinar angeht. Wenn da irgendwelche Verständnisfragen sind oder Anregungen, gerne stellen.
So, ich werde mal versuchen hier, weiß nicht, ob ich es hier einstellen kann, in die, na, aber auf jeden Fall hier in den Fragebereich. Kann ich den Link einstellen an alle senden? Genau. So, jetzt habe ich noch eingestellt. Also wer da Interesse hat, ich habe hier im Frage-Window, ich kann es ansonsten, wüsste nicht, wo ich das noch einstellen kann. Das ist der Webinar-Link für morgen für die Live-Berichterstattung hier rund um das um den FED-Zinsentscheid. Wer sich dafür interessiert, hat hier die Möglichkeit, sich da anzumelden. Ne? Wie gesagt, das Ganze kostenlos und unverbindlich. Genau, ich habe das hier in den Frage-Chat mit eingestellt. Ich hoffe, das kann dann ja jeder sehen. Ich weiß nicht, ob du dann noch vielleicht eine andere Idee hast, Wolfgang, wo man das einstellen kann. Damit es auch, ich denke, das ist hier zumindest mal ganz gut aufgehoben, der Link. Also was gut zu sehen ist, ja, dass wir haben sehr gutes Eröffnungsvolumen gehabt, das nimmt aber rapide ab, das ist eigentlich keine Seltenheit. DAX ist so ein bisschen autonom unterwegs oder autark, nicht autonom, autark unterwegs, genau, hat hier zeigt es gerne nochmal hier im Vollbildformat eine richtig schöne Wegstrecke gemacht. Da kam auch richtig Bewegung rein. Ja. Das kann der Eurostox nicht mitmachen. Also hat hier vorbörslich einen False Break gemacht. Sprich, wir haben in M3 über diesen Widerstand geschlossen, was dann eigentlich im Bruch des Widerstandes ist und eigentlich ein Long-Signal. Aber da sind wir natürlich insbesondere um die Kasseeröffnung natürlich besonders sensibilisiert, ja, weil was wir hier sehen ist, in dem übergeordneten Timeframe, nämlich in der Stunde, hat er mittig geschlossen, sprich diesen Widerstandsbereich verteidigt. Ne? Aus der Stunde heraus ist es hier ein Short und dann kam dann unten dran auch der Follow-up dann mit dem richtig schnellen Move dann nach unten. Ne? Wir haben irgendwo, wo ist hier die 9 Uhr Kerze, hier irgendwo. Also hier haben wir geschlossen und dann kam hier mit der Kasseöffnung Druck rein, bestätigt auch durch Halten des Eurostoxes hier am Widerstandsbereich, der mal nach oben von einem Bruch gar nichts wissen wollte. Ja. Genau, also wie man sowas handelt, ne, jetzt im Detail. Da geht ja der Kollege Sergei Wolf ein. Ich weiß nicht, Wolfgang, hast du einen Überblick, wann, oder müsste ich mal schauen, wann das Webinar mit dem Sergei angesetzt ist? Hast du dann... Warte mal, muss ich mal gucken. Ich glaub, das ist irgendwann im August, genau, weil... Im August ist das, ich meine... Boah, ich muss wirklich gucken, warte, Moment. Ja, ja. Weil der Sergei hat auch in dem ersten Webinar hier mit FX Flat, er bespricht in seinem Mentoring und auch da kann man reinschnuppern, bespricht er genau solche Situationen, weil dafür ist dieses Format, die Squawkbox, nicht geeignet, wie man solche Sachen handelt, wo man da zu achten hat, wie ein Handelsszenario entsteht und wo dann der Trigger ist, um dann in die Position reinzukommen. Da können Sie sich gerne, also diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, das Video, dieses gemeinsame Webinar-Video mit FX Flat anschauen. Das war vom Juni, genau. Da bespricht er nämlich aktuelle Situationen von dem Webinartag oder auch vom Tag zuvor, wie man solche Setups oder wie man in eine Position reinkommt. Ne? Also wer sich dafür interessiert, gerne sich das YouTube-Video auf der FX-Flat-Seite anschauen mit dem Kollegen Sergei Wolf. Das war vom Juni, ich glaube Mitte Juni müsste es gewesen sein. Und dann das nächste Webinar ist für den August geplant. Ich gucke gerade, aber... Ach so, wenn ich mich nicht irre, ist das der Link von heute, den ich reingestellt habe. Ja.
Ja, der eine Teilnehmer schreibt hier, wenn ich mich nicht irre, ist das der Link von heute. Wir werden es nochmal checken. Aber vielleicht nochmal, also wenn dem so sein sollte, vielleicht mal schreiben hier an Service. Moment. Was habe ich jetzt gemacht hier? Wo ist denn hier die? Na, jetzt sehe ich hier die. Ah, da ist der Chat. Also mag das ruhig. Nochmal für den Fall, dass das hier der falsche Link ist, weil den kann ich jetzt gerade nicht verifizieren. Für morgen, für die FED-Sitzung, wer daran teilnehmen möchte. Wenn dem so ist, schreiben Sie uns bitte hier an service@traderstalk.com. Das ist der Link vom heutigen Webinar, genau. Das ist der Link also hier ein bisschen, es ist der Link von morgen, das ist der Link von heute. Nichtsdestotrotz, also falls dem wirklich so sein sollte, dann einfach mal eine E-Mail an service@traderstalk.de. Ja, irgendwie kriege ich es jetzt nicht hin, hier die E-Mail-Adresse einzuschreiben. Also nochmal, falls das dann nicht der richtige Link ist für das morgige Webinar, schicken wir uns einfach eine E-Mail an service@traderstalk.de und sagen, ja, Sie möchten gerne am morgigen FED-Webinar und dann machen wir das. Ne? Also für den Fall, dass das hier nicht der richtige Link ist, genau. So, der Markt ist ruhig, der Eurostox, der lässt sich nicht lumpen, der läuft dann nicht hier ans Tagestief ran. Sie sehen, das oben hängen geblieben. Auch der hat, natürlich nicht drüber geschlossen, weil er gar nicht drüber geschaut hat. Also der verteidigt hier oben den Widerstandsbereich, aber er schafft es nicht, hier ans Tagestief hinzulaufen, im Gegensatz zum DAX. Der hat ja, wie gesagt, die komplette Handelsrange hier innerhalb von 1-2 Minuten dann hier nach Kasseeröffnung gemacht. Und konsolidiert hier, wie gesagt, Eurostox kommt unten nicht weiter. Und auch der Bund, da ist oben leider hier kurz vor der 45, das ist nämlich der Widerstand gewesen, vorher abgedreht. Sie sehen das hier aus dem Stundenchart heraus ganz gut. Nachdem wir hier dieses Level gebrochen haben, hier zwischen 7 und 8, haben wir dann zwischen 8 und 9 nur nochmal hingehandelt und leider in der aktuellen Stunde nicht mehr ganz hin. Also das Short-Setup hier, das kam leider hier zwischen 8 und 9 schon hier oben, ne, nachdem wir hier die 8er Kerze unter diesem Niveau geschlossen hat und dann ist man hier oder hätte man hier zwischen 8 und 9 und nochmal im Bund beginnt die Zeitrechnung, vielleicht für all diejenigen, die das nicht wissen, ich denke mal diejenigen, die den Bund handeln, die sollten das wissen, also man kann den Bund schon um 8 Uhr oder ab 8 Uhr handeln, da kommt schon Volumen rein, anders als die Aktienindizes, ja, also da raten wir eigentlich jedem, die Kasseöffnung abzuwarten, den DAX und Eurostox, aber im Bund ist oftmals ab 8 Uhr da schon Volumen da und das sehen Sie hier unten auch. Gut, das ist jetzt hier eine falsche Uhrzeitanzeige, sehe ich hier bei mir. Ich bin da irgendwie eine Stunde hinten dran. Das ist jetzt hier ein Fremdaccount von einem Kollegen, ein Atlas-Fremdaccount, deswegen habe ich hier unten, also das ist hier, es sollte 8 Uhr sein und Sie sehen hier mit dieser Bewegung, also hier schließen wir irgendwo drunter um 8 Uhr und hier. Das ist hier der bestätigte Short-Setup und da sehen Sie auch, dass um 8 Uhr schon Volumen reinkommt. Ne? Also anders als im DAX und im Eurostox, die Zeitrechnung im Bund, also wo man handeln oder wo wir handeln empfehlen, ist ab 8. Ne? Anders im Stocks, anders im DAX. Da sagen wir erstmal, ja, für die Geübten vielleicht schon vorher, aber für alle anderen eher mal die Kasseeröffnung abwarten, ne? Weil da ist eigentlich genug Bewegung mit der Kasse. Jo, also hier ist jetzt ein bisschen langweilig, wie gesagt, all diejenigen, die da vielleicht im DAX was gemacht haben, auch im Eurostox, da noch ein bisschen Geduld haben oder sagen, okay, ich nehme mal ein paar Punkte hier im Eurostox mit dem Short-Setup und
ist halt ein bisschen Geduld gefragt, ja, speziell hier im Stocks. Ja, ich denke mal, es ist jetzt offensichtlich, dass erstmal hier auf die IFO-Zahlen gewartet wird. Die kommen um 10. Das ist hier das große Event heute. Ich blende das mal ganz kurz ein. Also, genau, also hier die IFO-Zahlen, das ist ja das Main-Event. Ansonsten dann am Nachmittag, gut, eigentlich nicht mehr viel Wichtiges hier. Verbrauchervertrauen um 16 Uhr. Und Berichtssaison, was kommt hier aus den USA? Okay, ist vielleicht nicht allzu wichtig hier. Spotify, GM-Zahlen um 12.30 Uhr. Deutsche Börse bringt Zahlen um 19 Uhr, das ist vielleicht für den anderen ein bisschen ungewöhnlich, aber die sind natürlich auch in den USA notiert. Deswegen versucht man hier ja irgendwo beiden Zeitzonen hier gerecht zu werden, hier mit den Halbjahreszahlen. Und heute Abend dann hier Microsoft, das wird wichtig sein, um 22.01 Uhr, also nach Börsenschluss, ja, und Texas Instruments mit Zahlen. Also das hier heute die Unternehmensdaten, Quartalszahlen, die anstehen. So, die Geduld, diejenigen, die hier Sitzfleisch haben, die ist jetzt ausgezahlt. Ich hoffe, da ist der eine oder andere mit dabei gewesen oder so, der vielleicht im Eurostoxx den Short da oben gespielt hat, der zumindest mal hier ein Zwischenziel erreicht hat mit dem Tagestief. Also wer hier möchte, gerne nach Möglichkeit, wenn Sie die Möglichkeit haben, hier Teilpositionen zu schließen, also mehr als eine Einheit haben, dann ist das hier vielleicht eine gute Gelegenheit hier am Tagestief. Kann natürlich gut sein, wenn das hier ausgenommen wird. Unten dann im Eurostoxx erstmal weiteres Potenzial in dem Bereich 4389, 4385. Sie sehen DAX mit keinem neuen Tief hier. Ja, da hat jetzt hier der Eurostoxx nach unten. Aber der ist oftmals ein bisschen behäbiger. Das ist auch, wie soll ich sagen, so ein größeres Schiff. Da ist natürlich mehr Liquidität. Sprich, da müssen diejenigen, die sich hier positionieren wollen, das braucht halt alles ein bisschen länger. Das kann man sich wirklich mit so einem großen Schiff vorstellen. Bis das erstmal in Fahrt kommt, braucht es ein bisschen, und so ist es oftmals auch im Eurostoxx. Da ist ein bisschen mehr Geduld angefragt, aber wenn Sie die hatten, dann werden oder wurden jetzt belohnt hier mit Erreichen von zumindest mal einem Zwischenziel. Ja, da sagt der andere, okay, das reicht mir eigentlich auch hier die. Wie viel auch immer Ticks das sind, wo auch immer Sie da reingekommen sind, also gute 10 Ticks waren jetzt hier möglich gewesen im Stocks. Genau, also wer möchte, wer auch vielleicht jetzt für den heutigen Tag sich registrieren möchte, ich weiß nicht, ob das so schnell klappt. Ob das so schnell klappt mit den Logins, mit den Daten, vielleicht IFO oder so, wenn das interessant ist, gehen Sie bei uns auf die Webseite, scrollen ein bisschen runter, traderstalk.de, scrollen hier runter, hier haben Sie die Produktbeschreibung, die wir haben, und dann hier unten das Trial kostenfrei beginnen. Sie können uns kostenlos und unverbindlich 14 Tage lang testen, falls Ihnen der Service gefällt. Sie haben jetzt den Kollegen Alex Meyer kaum gehört, es gab auf der Nachrichtenseite auch eher weniger. Wir waren auch ein bisschen nach wie vor, ich traue dem Warten nicht so hier, was Tonqualität angeht. Deswegen habe ich das heute übernommen, aber es gab jetzt hier eigentlich erstmal nichts zu berichten, weil es ruhig ist auf der Nachrichtenfront. So, jetzt mal die Frage in die Runde. Ist da vielleicht noch die eine oder andere Frage? Vielleicht eine Anmerkung, ob das gefallen hat, ob das verständlich war? Also wenn der DAX hier das Ganze, gut, der DAX, der nimmt hier schon das Mittagstief, ich habe den genau abends und Nachmittag gesagt, also das Mittagstief ist hier unten die 231 ins Visier und dann da unten drunter, das zeige ich gerne nochmal hier in der Stunde, ein mögliches Kursziel, vielleicht werden es ja doch die 200 Punkte hier, die der eine Teilnehmer auch hier in den Chat geschrieben hat, also hier oben hängen geblieben, Tagestief erreicht hier, das ist das gestrige Mittagstief, 16.231, fällt er hier auch hier durch, dann haben wir hier unten ein Ziel- und Unterstützungsband. Wieso? Zielband, wieso? Weil vielleicht Shorts noch von hier oben sind, dann ist das hier erstmal Ziel und dann Unterstützung. Und hier unten verläuft auch
Der kurzfristige Aufwärtstrend, wenn der hier, so jetzt ist er vielleicht ein bisschen akkurater, genau, der kurzfristige Aufwärtstrend überlappt in der aktuellen Stunde auch in dieser Zone. Also das ist ein mögliches Kursziel hier für den Fall, dass wir unter das Mittagstief fallen. Hier unten der Bereich 16.203, 16.184, also Unterstützungszone, und das überlappt hier mit dem kurzfristigen Aufwärtstrend. Also das ist, könnte hier ein gutes Ziel und Auffangbecken sein dann. Erstmal für den DAX. Dann war es das für heute. Ich bin froh, dass es hier ohne technische Probleme vonstatten gegangen ist. Möchte mich hier bei allen Teilnehmern bedanken, die dabei waren. Ich hoffe, das hat Ihnen einigermaßen gefallen. Vielleicht konnten Sie auch das eine oder andere mitnehmen, idealerweise sogar vielleicht umsetzen. Ja, habe jetzt hier nichts gelesen im Chat. Aber gut, vielleicht braucht man auch den Warten noch nicht so deswegen. Also für all diejenigen, die da noch mehr Proof haben wollen, gerne entweder hier in diesem Format immer mal wieder reinschauen, weil es sind so im 2-Wochen-Rhythmus hier Webinare, was die Squawkbox angeht, angesetzt. Ansonsten, wie gesagt, können Sie uns kostenlos und unverbindlich auf unserer Webseite dann sich registrieren und testen. Und ja, das war es dann von meiner Seite aus hier. Das Wort zum Sonntag ist es nicht, aber ich würde dann übergeben hier, Wolfgang, an dich. Ja, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank an alle Webinarteilnehmer. Leider war es mir nicht möglich, den nächsten Termin rauszufinden, aber wir werden ja im Newsletter bzw. auf unserer Homepage, genau, den Termin auch dann entsprechend publizieren. Ich glaube, ich glaube, der ist so in der zweiten Augusthälfte, genau. Also das Ich meine, es wäre der 15. Aber wir haben ja noch ein bisschen, genau, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also ja, bis dahin sprechen wir uns sowieso wieder. Und vielleicht ist ja auch dann der Sergei morgens dann auch nicht mehr so abgelenkt hier, und das Kleinkind ist da versorgt, sodass es nicht stört, in Anführungsstrichen stört, in der Kommentierung. Und er kann dann vielleicht auch mal hier mal morgens dann mit dabei sein in der Kommentierung. So, dann möchte ich mich bedanken nochmal fürs Zuhören, ja auch fürs Mitmachen hier, fürs Schreiben, und ja, würde mich freuen, dann ist Sie alle auch beim nächsten Mal zu begrüßen. Ansonsten noch einen erfolgreichen Handelstag. Wie gesagt, morgen FED Zinsentscheid. Wer da möchte, bitte schreiben Sie uns an service@traderstalk.de. Ansonsten hoffe ich, dass der Link hier funktioniert, den ich hier eingestellt habe. Wir sind morgen live auf Sendung ab 19.30 Uhr. Das geht sicherlich bis um 21 Uhr. Ist super interessant. Ich kann es einem jedem nur empfehlen, unabhängig davon, ob Sie darauf handeln möchten oder nicht. Aber da schauen Sie, werden Sie mal sehen, wie professionelle Marktvorbereitung oder Makro-Event, das ist ja hier die FED-Zinsentscheid, wie sowas aussieht. Ja, ansonsten dann bis die Tage. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, von meiner Seite auch. Ich wünsche Ihnen viel erfolgreiche Trades. Vielen Dank fürs Zuhören. Wango, Alexander, vielen Dank für eure Analyse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.